Ja, herzlich willkommen zu einem Spezialvideo heute über das aktuelle DLC, kostenlose DLC von Mass Effect 3. Ronny, Nico und ich, der Yeti, reden heute ein bisschen über das, was wir uns erhofft haben oder zumindest was auch dabei rumgekommen ist, über das Mass Effect 3 Extended Cut DLC. Nur für Leute, die es gespielt haben. Hey. Natürlich jetzt an dieser Stelle nur eine Spoilerwarnung, also für alle, die noch das Ende sehen wollen. Also ich kann mir schon vorstellen, also ich habe das glaube ich bei irgendeinem, ich weiß mal gerade, wer das war, der hat irgendwie gesagt, ja, also ich weiß jetzt nicht, wenn ich jetzt Mass Effect spiele, soll ich jetzt Mass Effect 3 im normalen Ende spielen oder soll ich mir direkt das Ex Extended Cut holen, damit ich, weiß nicht, das ist komisch. Also vielleicht wollen auch manche Leute so ein bisschen diese Diskussion verstehen und dann schwieriger Fall. Wer hat's denn von euch überhaupt gespielt? Also wirklich gespielt und nicht geschaut? Keiner. Also ich fange jetzt mal an. Ich habe ja, Eigentlich ich bin ja direkt so einer, der die Spiele immer gleich verkauft, wenn er sie durchgezockt hat. Ich wollte Mass Effect eigentlich behalten, aber es ging einfach nicht. Ich muss loswerden. Und dann habe ich ganz vergessen, dass dieser doofe Extended Cut noch rauskommt. Aber es gibt ja genug, zum Glück, viele YouTuber, die das dann hochladen. selbst IGN und so. Richtig. Und ich muss sagen, es hat mich eigentlich enttäuscht und ich bereue es jetzt nicht, dass ich es abgegeben habe. Aber dazu kommen wir ja Hat dich bestimmt gleich noch. enttäuscht? Okay, wie war es bei dir, Nico? Hast du es da auch über YouTube angeschaut, ne? Ja, sogar mit Kollegen und wir haben uns so irgendwie die ganze Zeit immer so, okay, was ist jetzt neu? Was ist jetzt neu? So, okay, er kriegt 2 Sekunden länger. Okay, das ist neu, das ist neu. Wir haben jetzt die ganze Zeit so analysiert, was ist neu und dann haben wir wirklich bis zu dieser Slideshow haben wir die ganze Zeit so gedacht, ja, so viel neu war da jetzt nicht und Ja, aber man ich muss hab. halt, ich glaube, das ist so eine Sache, wenn du dir Mass Effect 3 jetzt gerade neu holst, um das dann zum ersten Mal zu spielen. Ich glaube, für die Leute ist das dann ganz cool, wenn du dann kostenlos schon mal das Extended Cut Ding darunter lädst. Aber für alle, die es schon mal gespielt haben, die denken sich jetzt nicht, okay, spielen doch mal durch, damit ich dann das Extended Cut sehe. Wirklich dumm. Nee. Irgendwie Ja. den Speicher, den man kurz vorm Ende halt hatte, nochmal Ja, weiter durchspielen, das genau. halt. Beispiel, ja. Was ist denn jetzt so neu? Es gibt ja bei dem Spiel, glaube ich, drei oder vier Enden. Ich bin mir jetzt selber Jetzt gerade. gibt's vier. Ah, jetzt Also gibt's vier. vorher gab es nur drei. Also das Neue ist jetzt, dass du sozusagen zu dem. Ich weiß jetzt nicht, wie habt ihr eigentlich mal dieses komische AI-Viech Edi? genannt? Ja, nicht Edie hier auf diesem Gerätschaft, wo du am Ende bist. Diesem kleinen, dieses Kind. Starchild. Ja, ich hab's, Gottschall, wie auch immer. Das kannst du jetzt einfach, dem kannst du jetzt sagen, ne, ich will nichts davon und ihr werdet ausgelöscht. Und dann wirst du halt sowas wie die Proteaner. Dann wirst du halt so ausgelöscht und die nächste Generation muss dann halt nach dir kämpfen. Also du kannst, ach, das ist zum Beispiel jetzt interessant, Da weil ich musst du hab, auf das, da musst du mit deiner Pistole auf das Gottschild oder wie auch immer schießen. Dann sagt er so, so soll's sein und dann, keine Ahnung, kommt halt die Sequenz. ja, ich meine, man sieht ja nicht wirklich, was dann passiert. Man nimmt Ja. ja an, dass er einfach Selbstmord begeht und das Dramatische ist ja, dass er nochmal so in die Galaxie guckt und er sieht, wie alle seine Schiffe abstürzen und er So sieht, Star wir Wars-mäßig. haben alles versucht, ne? Wir haben es probiert und wir werden das hier mit Würde zu Ende bringen und so weiter. Und dann sieht man noch beim neuen Ende, wie Lyra dann eine Nachricht aufnimmt für die nächsten Generationen quasi und nochmal sagt, wir sind die Generation Shepard, die versucht hat, damals im Krieg gegen die Reaper alles irgendwie klar zu machen, haben aber leider versagt und wir haben jetzt irgendwie. Ich weiß es jetzt nicht, wie diese Logikschritte nachzuvollziehen sind, aber wir haben es irgendwie probiert, dass wir eben gewinnen und dass wir jetzt quasi durch diesen Krieg euch diese Leiden erspart haben und ihr könnt jetzt ein Leben in Frieden leben. Ist irgendwie ein dramatisches und auch trauriges Ende, aber ich stelle mir erstmal, also bei mir geht jetzt der Kopfkino durch, weil ich habe diese Sequenz zum Beispiel noch gar nicht gesehen. Ich habe von diesen vier möglichen Enden bei dem Extended Cut nur, glaube ich, zwei gesehen und das kenne ich gar nicht. Aber ich muss sagen, so wenn ich mir es so bildlich vorstelle, sieht das auch sehr dramatisch und geil aus. Das ist auch Ja. polarisierend und was polarisierend ist, ist ja vermeintlich auch gut, wie man es auch von vielen anderen Sachen kennt. Die einen sagen halt wirklich, es ist verdammt nochmal der größte Mist, den sie je gemacht haben. Wie kann das denn so enden, dass die Reaper gewinnen? Weil das haben sich ja auch auf der anderen Seite viele gewünscht, so, ja, wie jetzt die Reaper verlieren in allen drei Sachen. Das gibt's Ja, doch gar nicht. ich meine, die wurden halt von 1 bis 3 total aufgebaut und dann, keine Ahnung, hauen sie einfach ab. Das war ja halt Ja, irgendwie gut, für die meisten halt zu wenig. in jeder Geschichte gewinnt meistens immer das Gute, aber ich habe noch nie gesehen, also wirklich selten mal gesehen, dass wirklich das Böse gewinnt und deine ganzen Bemühungen immer so umsonst waren, ne? Das ist es. Ja. Wie war es denn bei den anderen drei Enden? Kann man da so große Unterschiede oder zählt man die Unterschiede so genau auf?
Ja, die wirklichen Unterschiede waren, glaube ich, immer nur die unterschiedlichen Slideshows am Ende. Also so wie dieser Prozess vom puren Spring entweder ins Licht, kontrolliere die Reaper, also für die Synthese ins Licht springen oder zerstöre den Teagle beziehungsweise die Reaper, ist eigentlich so viel nicht anders. Aber danach kommt halt immer so eine unterschiedliche Slideshow. Also was dann halt das für den, was das für Wobei man sagen ein muss, dass teilweise die Slideshows ähnlich oder fast nahezu identisch die sind. sind doch Nur, immer nahezu identisch. genau, nur, Auch dass nur, der das ist ja Text, zum Beispiel, nur der Text, der gesprochen wird, der ist halt anders Oder die als ja. Bilder sind anders, je nachdem, was du gewählt hast. Zum Beispiel haben die Menschen bei der Synthese halt, haben irgendwie alle so ein bisschen technische Sachen im Gesicht, halt so grüne Fäden und sowas durch die Adern fließen. Das Ach, ist halt immer stimmt, so ein bisschen genau, anders, weil aber gerade sonst. bei dem Syntheseende müsste man auf die Augen gucken, die haben alle grün leuchtende Ja, Augen. Das aber das ist ist nämlich die richtig. Frage, weil ich nämlich, weil jetzt gerade fällt mir ein, das ist schwierig zu verfolgen, wenn man jetzt gar nicht weiß, worüber man redet. Erstmal, es gibt, wie gesagt, die drei Enten. Einmal, oder welche sind das? Wie heißen die? Und warum sind sie so, wie sie sind? Ja, halt Zerstörung ist halt Zerstörung der Reaper und allem Technischen, Das heißt, was beziehungsweise resultiert daraus? künstliche Intelligenz stirbt, sowas also wie die Geth oder Reaper halt. Und die Leute werden halt, glaube ich, zeitlich ein bisschen zurückgeschmissen, was halt die künstliche Okay. Intelligenz geht. Kontrolle ist halt Kontrolle über Reaper und künstliche Intelligenz, halt das, was die Quarianer versucht haben bei den Geth. Ja, du musst Ja. dazu sagen, Und dass Shepard die ja, natürlich. das kontrolliert. Ja, Ja, weiß und man nicht. was man auch erst seit neuestem weiß, deswegen, ne? Ach so. Und das, weil das vorher wusste ich eigentlich nicht, dass du dann alles kontrollierst, so Also der wirklich halt. Shepard ist dann sozusagen der Ja. Herrscher über alle künstliche Intelligenz. Ja, also er wäre dann halt das Ultimative, halt das, was vorher das Gottschild war. Ach Und so. dann gibt es doch die Synthese halt, Mensch und synthetische Viecher leben zusammen und das ist so dieses Rosamunder Pilcher-Ende, finde ich, weil das ist irgendwie so, alle leben vereint zusammen und arbeiten Hand in Hand und die Reaper helfen jetzt allen und oh, So. das finde ich hässlich. Ja, das ist aber auch so ein Ende, ne? Ich glaube, manche Leute sind so gewohnt an Happy Endings, dass sie natürlich dann sowas gebraucht haben und nicht damit zufrieden waren, dass alles, was sie gemacht haben. Und das ist ja das, was ich dann am Ende auch irgendwie schade fand. Alles, was du gemacht hast, alles, was du erreicht hast, hat einfach am Ende nichts gebracht, weil sowieso alles Und zerstört das wird. Problem ist, dass es jetzt noch genauso ist. Wir haben ja jetzt die drei Enden und es war ja vermutlich, es war ja bis jetzt so, dass du hast den Weg gewählt, nachdem das Starchild mit dir gesprochen hat. Dann kam die Sequenz halt kurz, was Shepard macht. Und dann ist eben Joker mit dem Schiff abgestürzt und dann war das Spiel vorbei. Und jetzt haben wir es eben so bei allen drei Enden, dass dann nachdem Shepard einen Weg gewählt hat, noch so eine lange Slideshow kommt mit Achso, Erklärungen, was passiert und so genau. weiter. Das Und wollte dann ich gerade fragen. Genau, und dann stürzt Joker erst ab. Und jetzt kommen wir noch zu was. Es gibt ja noch zwei neue Szenen und eine ganz wichtige ist, weil alle haben sich ja gefragt, so nachdem ja Shepard von dem, Teleport. genau, nachdem Shepard ja wir Lightstream ja oder Lightbeam auf das auf die Citadel gekommen ist, haben sich ja alle Leute gefragt, ja, wo sind denn jetzt Liara und so weiter und nach der ganzen Sequenz, was alles passiert, wo sind die Teammates, das gibt's noch nicht, wo sind die alle hin und so. Und da ist es wichtig zu wissen, jetzt in dem Extended Cut ist jetzt so, dass bevor Shepard von dem Reaper getroffen wird und halt dann in diesem Lightbeam da auf die Citadel geht, holt Joker die Teammates ab, mit denen du halt in die letzte Schlacht gezogen wirst. Also es war meistens Liara und Edie bei den meisten, sage ich jetzt mal. Also das war ja eben diese Frage, warum sind jetzt eigentlich Joker und alle an Bord und fliegen von diesem Genau. komischen Ding da weg? Und das wusste ich zum Beispiel ja auch nicht. Was haben Ja, sie nicht in der das. Schacht gekämpft? Ja. Wieso ist Shepard ganz alleine in dem Ding mit Captain Anderson und so? Das war Genau. immer diese komische Frage. Und leider weiß man, ich finde, also für mich ist es persönlich so, dass man bis heute nicht weiß, ob er wirklich auf dem Schiff war, weil wenn man das Zerstörungsende hat, das ist jetzt identisch vor und nach dem Extended Cut, Das kommt sogar früher. dass diese Atmungsszene, ja oder so, dass diese Atmungsszene immer noch da ist, aber man weiß halt nicht, war er jetzt wirklich da oder ist er runtergefallen, aber wenn er runterfällt, dann müsste er mit einer 50.000-fachen Kraft seines Gewichts da aufprallen und das kann überhaupt gar kein Mensch überleben oder verglühen oder Mich das ist hat's, so ein bisschen mich, ich seltsam. fand's, ich fand's auch komisch, dass jetzt die Leute die Citadel und die Portale wieder aufbauen konnten. Also ich habe irgendwie immer gedacht, das wäre so komplett endgültig, dass alles zerstört wird und jetzt auf einmal bauen sie wieder alles auf. Ich so, okay. Jetzt habe ich gleich noch was hinterher, was mir persönlich nämlich passiert ist, weil ich, als ich Mass Effect 3 gezockt habe, habe ich auf, ich muss leider zugeben, auf alle Sidequests und alles geschissen, was irgendwie Ja, nichts mit ich der auch. Hauptquest zu tun hatte. Und jetzt pass auf, und ich hatte dann das Zerstörungsende, aber
das Zerstörungsende, nicht das gute Zerstörungsende, sondern das böse. Das heißt, nicht nur die Reaper und die KI wurde ausgelöscht, sondern die ganze, alles. Alles Leben wurde vernichtet, auch die Menschen und wirklich alles. Und ich Aha. weiß jetzt nicht, wie es jetzt im Extended Cut ist. Ich kenne nur das Ich Ende, wo kenne eben das Ende gar nur. nicht. Ich Das, glaube, was das du gibt's erzählst. gar nicht mehr, glaube Doch, ich. doch. Echt? Ja, ich hab's ja gesehen. Ich bin da voll vor. Das ist das Ende, wo diese Feuerwalze über die ganze Erde geht. Ja, aber ich meine, jetzt in dem Extended, das gibt's glaube ich gar nicht Ach mehr. so, ja, ja, eben, das habe ich eben auch gesucht und ich habe geklickt und geklickt, aber es kam immer nur das eine, wo eben nur die Reaper und die KI zerstört wird und nicht die Menschen. Aber ihr seid ja jetzt eigentlich enttäuscht. Seid ihr enttäuscht, weil es immer noch offene Fragen gibt, oder seid ihr enttäuscht, weil sie vielleicht. Also warum seid ihr denn enttäuscht? Was ist die große Enttäuschung? Ich bin, glaube ich, nur enttäuscht, weil das vorige Ende so unausführlich war, dass es, wenn, die hätten eigentlich alles machen können, aber ich wäre so oder so enttäuscht wahrscheinlich, weil, So. wenn jetzt das Video am Anfang gekommen wäre, wäre ich wahrscheinlich relativ zufrieden. Also wenn das Extended Cut als das richtige Ende gewesen wäre, dann wäre es zufrieden. Ja, das fühlt sich so ein bisschen an wie mit der Entwicklung von der Wii, mit diesem Wii Motion Plus Ding, dass du irgendwie Ach gesagt hast, ja, so. du kriegst voll das super Ende und dann kriegst du es nur so in Teilen und ja, super. Wie sieht's Aber bei ich dir aus? finde, Ach so, Entschuldigung. Nee, nee, ja, super. ich bin eigentlich der gleichen Meinung wie Nico, nur dass es bei mir ein Stück ernüchternder ist, weil ich eben dieses eine spezielle Ende hatte, weil ich ultra faul war und ich weiß jetzt halt nicht, auch weil ich ein bisschen doof bin, ich habe das Spiel leider nicht mehr da, aber trotzdem, ich würde halt gerne wissen, wie jetzt die anderen Enden, ob es jetzt auch wieder so gute und böse Enden bei dem jeweiligen Ende gibt. Ansonsten, dass jetzt Joker die anderen abholt und so, ist jetzt nichts. Hätte man sich ja denken können, wenn die alle zusammen abstürzen, dass es irgendwie geholt hat oder so. Ja, aber das muss halt natürlich irgendwie dann immer so einen Zusammenhang geben, weil wenn dann einfach mal so Joker irgendwo rumfliegt mit irgendwelchen Leuten, denkst du ja, wie sind die jetzt darauf gekommen, ne? Na Das klar. muss schon irgendwie logisch erklärt werden. Und das war ja zum Beispiel auch eine offene Frage, wie viele andere offene Fragen, aber anscheinend gibt es keine offenen Fragen mehr, oder wie? Und es gibt noch, was wir vergessen haben, jetzt noch eine zweite Szene, ganz am Schluss, da sieht man nur noch, wie die Leute auf der Normandy sind und Ja. quasi diese Tafeln der Opfer aufhängen. Also auf jeder Tafel steht der Name und da ist so ein Riesenbrett und da hängen sie alle Namen auf, die gestorben sind. In der Mitte gibt es halt so eine Ehrenauszeichnung für Anderson, für Commander Anderson und für Commander Shepard natürlich, die ja auch gefallen sind. Captain Anderson. Captain Anderson, verzeihe mir. Ja. Das war's im Großen eigentlich. Das, ja, stimmt, das war's im Großen und Ganzen. Ich glaube, ich hatte noch eine Frage, aber das können wir ja schnell abhandeln. Okay. Wie ist die Verbindung zwischen dem Extended Cut und in der berüchtigten Indoktrinationstheorie? Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang oder haben sie es fallen lassen? Also sind sie nicht drauf eingegangen? Ich weiß es nämlich ja gar nicht so genau. Also ich hatte das Gefühl, weil bevor ich meine, wir kennen es ja, wir hatten das Ende, wir dachten uns alle, wie, was ist jetzt genau passiert? Wir haben keine Ahnung, wir haben alle nachgelesen in, es gibt ja Leute, die haben da ewig lange Artikel geschrieben über diese Theorie und jeder fasst das so ein bisschen anders auf. Und ich finde, dass der Extended Cut jetzt in dem Sinne nicht wirklich Aufklärungsarbeit leistet, sondern eher so ein bisschen die Enden, wie sie sind, nur noch ein bisschen für die ganz Doofen erklärt. Wie, Ja. was ist jetzt genau die Kontrolle? Was ist jetzt ganz genau die Synthese mit Bildern ausgeschmückt und so weiter? Aber so richtig auf die Theorie eingegangen, finde ich jetzt persönlich gar nicht. Ja, also die haben sie weder zerstört noch befürwortet, weil hätten sie mal hier die Atmungsszene rausgenommen, hätte ich eher gesagt, ja, sie ist widerlegt, aber da sie noch drin ist. Na, ich Ja. verstehe den Sinn einfach nicht. Die stört mich auch ein bisschen, ganz ehrlich. Ja. Gut, und ich glaube, das ist auch alles, was man dazu sagen kann zum Extended Cut. Ja. Ronny und Nico verabschieden sich für den Abend und ich bin auch. Arrivederci. Oh. Ja. Eine Hommage an die Italiener heute Abend. 4-0. Ah, Okay, leider gar nicht. dann tschüssi. Ciao. Adios.